Der Sommer war sehr schön. Paradieser Christoph, ich bin ein Christoph, einmal Sonnenfeier. Willkommen zum zweiten Teil von Irgendwann bleibe ich dann dort von SDS. Im ersten Teil, den habe ich komplett durchgespielt mit Solo und mit, also wie das Original eigentlich. Jetzt im zweiten Teil geht es um die vereinfachte Version. Also ich zeige euch jetzt mehrere Versionen, wie man spielen kann. Rhythmus gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist immer down, down, up, down, down, up, down, down, up. Außer beim Wechsel D, C, die spüre beide nur nach unten. Down, down, up, down, 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 up, down, down, up, down, down, up, down, 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 up. Eine andere Möglichkeit für den Rhythmus ist der sogenannte 0815 Rhythmus, ist es. Down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Okay, lass meinen Rhythmus einmal beiseite. Schauen wir uns die Griffe an. Gustav, Dora, Caesar, Gustav, bin in irgendeinem. Caesar. Jetzt wichtig, Gustav einmal, Sonnenfeier auf der Haut. Und Caesar ist laut. Du sitzt auf einem Bananenbaum mit dem Stein des Sonnenwassers. Mein Freund, wann bleib ich denn dort? Soll es liegen und stehen sie Dora, geh vor daheim für. Jetzt kommt ein Übergang. Also irgendwann bleib ich dann dort. Soll es liegen und stehen, geh vor daheim für immer. Gustav. A-Moll 7, also ein normaler A-Moll, aber wo man den Ringfinger wegtut, dann kann man zum Beispiel einen G7 spielen. Irgendwann bleib ich dann dort. Soll es liegen. Geh vor der Hand für immer fort. G7 darauf, gebe ich dir mein Wort. Wie viel Jahre an ihm vergehen, irgendwann bleibe ich. So kann man das ganze Lied spielen. Der Schluss ist nur halt. Also einfach das Ganze dreimal wiederholen, den Riff. So, kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Das ist schon fast so wie das Original, nämlich mit dem Slide. Es ist ein Caesar, einfach ein normales C greifen, aber ohne den Grundton da oben, den da mal weg. Und also es bleibt dann eigentlich ein A-Moll 7 übrig, aber in Wirklichkeit ist es ein C. Und anschlagen einfach so 2, 0, 1, die D, G und H-Seite. So, jetzt schlage ich die 3 an und rutsche 2 rauf, Slide. So, und man schlagt nicht so anschlagen, sliden, sondern gleich beim Anschlag raufsliden. Das klingt so. Und wirklich aufpassen, dass nur die D, G, H-Seite erwischt. Erwischt's.
klingt, die unterste Mi, das klingt nicht schön. Oder wenn die A-Seiten mitklingt, das klingt furchtbar. Also wirklich nur D, G, H-Seite. Da geht man wieder zurück, schlägt wieder an und das Ganze fängt von vorne an. Nochmal. Letzter Sommer war sehr schön. Den halberten C ohne Ringfinger. Manche spielen den Slide mit dem Ringfinger da oben, also ein normales C raufgeslidet. Das klingt dann so. Ich finde, es ist eher eine Notlösung. Gut klingen tut es nicht. Das. Und jetzt das ohne Ringfinger. Im Original ist es ohne Ringfinger gespielt. So. Aber wer denn mitspielen will, kann man machen. Ist jetzt nicht so schlimm. Es macht halt das Sliden auch nicht gerade leichter, aber. Recht gut klingen tut es nicht. So, jetzt geht es um den Übergang beim Refrain. Also der Anfang vom Refrain. Irgendwann bleib ich dann soll es liegen und stehen, geh von daheim für immer fort. Ich habe jetzt gespielt, irgendwann bleib ich dann dort, ganz normal C, lass alles liegen und stehen. Und jetzt kommt der Schmäh, geh von daheim für immer. Jetzt greife den G so, alternatives Griffbild für den G. Das kleine Finger unten und der Zeigefinger muss frei bleiben. Steh, geh von daheim für immer fort. So, erster Finger, erster Bund, zweite Seite, also auf der H-Seite, erster Bund. Erster Bund. Seite und dann kleinen Finger weg und den Zeigefinger einen Stock runter geben. G7. Nochmal. Lass alles liegen und stehen, geh von daheim für immer fort. Nochmal. Irgendwann bleib ich dort. Lass alles liegen und stehen, geh von daheim für immer fort. Klingt super. Oder man kann so auch spielen. Klingt auch super. Ist beides nicht original. Wurscht, es klingt cool. Und ist einfach zum Spielen. Und bleib ich dann da. Soll es liegen und stehen, geh von daheim für immer einfacher gehen. Jetzt lass den kleinen Finger liegen, tue den Ringfinger darüber und greif einen G. Ich greife den G übrigens gerne so, der klingt weicher. Man kann super Schmäh seine spielen, nämlich aus dem G. Der G hat auch Vorteile bei. Das ist das nächste Lied, was ich mache, vom Fendrich, Strada del Sole. Okay, ich schweife schon wieder ab. Also, zwei Möglichkeiten für den Übergang. Oder. Ich schreibe alles in die Tabs zusammen, auch mit der Anschlagsrichtung. Da gibt es dann keine Fragen mehr. So, und nun zur letzten Möglichkeit. Das ist, also im Original ist mit den Fingern gespielt. Und mit dem Plektrum. Jetzt spielen wir es nur mit dem Plektrum.
und zupfen die Saiten einzeln an. Es klingt wirklich super, ist aber gar nicht so leicht. Es klingt, ich spiele es einmal durch. Klingt auch super irgendwie. Fast nämlich wie Speaking, aber ich finde es schwieriger zum Spielen, weil man mit dem Platel immer genau schauen muss und mit den Fingern findet man es dann doch oft leichter. Aber manche mögen eben das mit den Fingern nicht, obwohl sie das nicht mehr beibringen. Wurscht, wie gesagt, klingt so auch super. So, was mache ich? Ich greife den G, ich greife dann nur den Ringfinger, dritten Bund, sonst nichts und dämpfe aber die A-Seite ab, ist wichtig. So, ich schlage an. E-Seite, H, Gustav, Dora. Runter, runter, rauf, rauf. Dann kommt der Slide-Riff, da ändert sich nichts, drei Seiten anschlagen. So, da spiele ich wieder den einfachen G mit A-Seite abdämpft und spiele nur fünf Seiten, die hohe E schlage ich nicht an und wandern ist dämpft. Wieder den A-Moll 7, schlag drei Saiten an, Dora, Gustav, Heinrich. Jetzt mit dem kleinen Finger am dritten Bund. Wieder weg. A-Moll. Dann geht's wieder von vorne los. Diesmal ein A-Moll 7, Cäsar eigentlich. Jetzt slide mit dem mit. Nochmal langsam. Also beim zweiten Mal nehme ich den Ringfinger mit. Jetzt den Ringfinger dazu, C. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was lernen können. Wie gesagt, ich schreibe die ganzen Tabs auf die Homepage zum Download. Alles mit Anschlagsrichtung, komplett durch, alles, was ich heute gespielt habe. Die Originalversion gibt es auch mit Solo. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und alles Gute. Bis bald. Ciao.